Dosenmais ist ein perfekter Hakenköder. Aber er ist schwer. Wie man mehr Bisse bekommt mit diesem Maiskorn, zeige ich euch jetzt in diesem kleinen Beitrag. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei mir bei MS Friedfischen TV und für alle Neulinge, die meinen Kanal noch nicht kennen. Mein Name ist Michael Schlögel, ich bin 14-facher deutscher Meister, 2-facher Vize-Weltmeister und einmal Europameister im Süßwasserfischen. Und jetzt zeige ich euch diesen Trick. Dosenmais ist ein sehr populärer Hakenköder, gerade für viele Friedfischen wie Karauschen, wie Giebel, wie Rotaugen, Brassen. Die Süßmäuler mögen dieses Maiskorn. Aber es hat einen Nachteil, vor allem wenn es schwierig beißt. Es ist sehr schwer, es legt sich sehr schnell auf den Boden und der schwere Hakenköder kommt noch dazu. Und wenn der Fisch dann sehr nörkelig beißt oder misstrauisch ist, dann bekommt man, obwohl es ein guter Köder ist, wenig Bisse. Ich habe da einen Trick auf Lager und zwar, ich hole mir aus dem Supermarkt den Dosenmais, zu Hause portioniere ich den in die Gefriertüten und bekomme dann je nach Inhalt so und so viele Tüten zurück und die friere ich zu Hause ganz bewusst ein. Warum mache ich den Einfriervorgang? Am nächsten Tag oder irgendeiner Session nehme ich ihn dann einen Tag vorher raus und das Gute dabei ist, wenn der aufgetaut ist, man bekommt schneller das Innere von der Haut getrennt. Und da zeige ich euch mal jetzt den Trick, wie man das gut macht, wie man den Hakenköder dann ansetzt und wie man das Maiskorn dann noch pimmt. Ich habe jetzt den Original Dosenmais hier schon geöffnet. Ist noch ein Rest da. Und wenn ich hier das Innere raus machen möchte, der ist einfach zu hart. Ihr seht, der sprengt hintern das komplett weg. Und dann nimmt man wieder einen neuen. Probiert es wieder mal vorsichtig. Auch wieder lädiert, also hinten ist ein Loch drin. Und das ist nicht gut, wenn ich jetzt gleich den Hakenköder ansetze. So habe ich das eingefroren und die eingefrorenen Maiskörner, die sind richtig latschig, die sind richtig weich. Und da springt richtig das Innere raus. Ihr seht es, egal was ich hier ansetze, da kommt sofort das Innere raus und hinten ist nichts aufgeplatzt. Also eingefrorene Maiskörner sind für mich schon mal die erste Wahl. So, warum ist das so gut mit der Haut, fragt sich jeder. Der Fisch, der sieht ja dann gar nichts mehr, ist ja kaum noch gelb drin. Sage ich, das ist richtig. So ein bisschen Restfarbe ist natürlich noch drin. Aber das Beste dabei ist, das Maiskorn ist jetzt wie ein Wafter. Ein Wafter ist ja der moderne Boilie, der in Natur schwebt. Und wenn man den Hakenköder dann dran macht, dann steigt der leicht auf und der Haken bleibt unten. Das ist ein Wafter. Und so ähnlich müsst ihr euch das mit dem Naturköder Maiskorn vorstellen. Hier ist ja auch hier Luft dann drin. Und das taumelt so ganz natürlich den Runde auf den Grund und setzt sich an. Entweder bekommt man schon beim Taumeln den Biss. Aber wenn jetzt die Fische kommen mit ihrer Schwanzflosse, dann wird dieses leichte Maiskorn, ausgehöhlte Maiskorn, viel schneller angehoben. Und der Fisch, der tut sich immer, versucht so wenig wie möglich Energie aufzukommen beim Fressen. Das geht hoch und er saugt sofort ein und lässt alle schwere Partikel erstmal liegen. Also das ist das erste Korn, das er einsaugt. Und das nutzen wir natürlich aus und höhlen das Ganze so aus. Und ich hänge das jetzt mal am Haken an und dann zeige ich euch mal, wie sich das Maiskorn im Wasser verhält. Ihr seht, hier ist das ausgehöhlte Maiskorn. Der Haken dazu ist ein 16er. Und ich gehe dann ans Ende rein von der Haut. Und die ist dann auch sehr fest an der Seite, weil hier ist der feste Teil. Und ihr seht das, hier ist ausgehöhlt. Und jetzt zeige ich euch die Köderpräsentation im Wasser. Jetzt kommt es ins Wasser. Jetzt erstmal die Blase, der Sauerstoff, die Oberflächenspannung. So, und jetzt seht ihr, wie das taumelt.
Und wenn dann die Flossen kommen, wird das am ehesten weggetrieben. Ihr seht, das wird jetzt ist schon 5 cm weggetrieben. Wenn die mit ihren ganz großen Flossen kommen, wird das angehoben und sie saugen das komplett ein. Also Top-Tipp, wenn es vor allem schwierig ist. Und jetzt noch pimpe ich noch was dazu und dann haben wir es. Jetzt pimpen wir das Maiskorn noch mit dem Fluor Foggel. Es gibt in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich bin ein großer Fan von Pineapple, also von Ananas. Und ich habe das selbst auf der Weltmeisterschaft in Südafrika miterlebt. Südafrikaner, die es war eine Macht, die haben das ganze Feld dominiert. Und an diesem Gewässer war sowas wie mit dem Fluoreszieren unschlagbar. Das muss man auf jeden Fall dabei haben. Und das war die Geheimwaffe. Und die haben das dann immer so gemacht. Die haben das dann reingeträufelt. Manche legen das auch ein. Das kann man auch einlegen. Aber ich habe es so gesehen und ich finde, das ist auch eine sehr gute Lösung. Jetzt träufelt das hier rein. Jetzt ist das gefüllt. Und dieses Zeug, diese Wolke, die ist schwerer wie Wasser. Das verteilt sich unten und dann wird der Fisch zum Maiskorn geführt. Ich lasse das jetzt mal hier runter. Das kommt jetzt hier runter. Ihr seht schon die erste. Und jetzt löst sich das Ganze. Und wenn der noch unter Wasserströmung ist oder leichte Strömung oder Bewegung durch den Fisch, dann zieht es die Spur und das ist tödlich. Und das geht an manchen Tagen sehr, sehr gut. Ja, liebe Leute, das war's mal wieder. Ein kurzer Beitrag von mir aus meinem Wettkampfgeschehen. Ich habe ja im Großen und Ganzen nichts zu verbergen. Ich zeige euch gerne die Tricks. Wer noch mehr Tricks sehen möchte, der kann gerne meinen Kanal abonnieren mit der Glocke und er ist wieder stets informiert. Und ansonsten, montags kommt jedes Mal die Premiere-Film. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer MS.